Guten Abend, mir ist heute noch was eingefallen. Naja, ich hatte doch mal über die Geschossenergie von dieser Arcus Viper, von dieser Luftdruck-Pfeil-Verschießpistole, sage ich mal so einfach gesprochen. Das waren angegebene 43 Joule und naja, okay, wir haben da was Ähnliches errechnet, okay. Aber das hat mich heute interessiert, und zwar die Geschossenergie einer Armbrust. Und da haben wir alle so geschätzt, Mensch, ey, das Ding, das ist doch viel gefährlicher. Die hat 175 Lips, also Pfund Spannkraft. Die Engländer machen es halt anders, die geben es in Pfund an. Man könnte auch dann, naja, ich komme dann gleich drauf. Nochmal, wie das Ding aussieht, also so sieht so ein Ding aus. Ach so, ja gut, das kostet's. Also, ja, schick und so weiter. Also ich weiß nicht, ich bin da nicht so dafür, aber ist egal. Und ich habe mich dann mal auf die Suche nach diesem Ding gemacht. Und mir ging es darum, wie weit wird der Pfeil gespannt, denn das ist wichtig. Ich komme gleich drauf, warum das so wichtig ist, weil man sonst nicht nachrechnen kann. Ich hatte diese Armbrust hier von diesem Video, kann ich euch verlinken, wenn ihr es mal sehen wollt, wie sowas funktioniert. Hatte ich diese Armbrust mal an diese Stelle im Video angeguckt, wie die gespannt wird und wie weit die gespannt wird. Na, so weit wird sie gespannt, wobei man das hier besser sehen kann. Und ich habe mir dann gesagt, naja, wenn sie im entspannten Zustand ist, dann lässt sich das aber doch rausfinden. Und ich habe das wie folgt gemacht. Also ne, diese Armbrust, das habe ich mal rausfotografiert aus diesen Videos. Und da ich die Pfeillänge kenne, die konnte ich mir hier entnehmen, 41 cm, habe ich mir gesagt, naja gut, wenn man das jetzt mal so grob abschätzt, dann müssen das ungefähr, muss der Bogen um 30 cm gespannt sein. 30 cm, ne, hier nochmal diese Bilder, daraus habe ich das. So, diese Größen. Aber wie rechnet man jetzt den ganzen Kram? Das geht so. Ich habe mir also gesagt, 41 cm im unentspannten Zustand des Bogens. Dann stößt der Pfeil gerade hier an, guckt natürlich zu weit raus, ist nicht im Sinne des Erfinders. Und dann diese 30 cm, wenn der Bogen gespannt ist. Jetzt habe ich mal erst in Rot aufgeschrieben, welche Größen wichtig sind. Also die Länge, die der Bogen ausgezogen wird, ist wichtig, die 30 cm. Ich habe mir dann die 175 Lips, also Pound Force sagt man auch, also eine Kraft in Pfund machen die Engländer gerne, das entspricht rund 80 Kilopond, das ist eine alte Einheit. Wenn hier oben Is erscheinen, geht ruhig mal rauf, das Video bleibt hier stehen, wenn man am Desktop ist, und dann könnt ihr euch da noch mal weiterbilden. Also ich werde dann ab und zu mal hier oben links einblenden. So, und dann habe ich mir gesagt, okay, das müssen wir aber in Newton umrechnen, weil wir ja dann mit diesen Formeln umgehen, und da wird mit Newton gerechnet, und da macht sich das einfach besser, als wenn ich dann hinterher in der Formel rumschmieren muss. Eine V0 von 360 Kilometer pro Stunde, also rund 100 Meter pro Sekunde, das habe ich dann so der Literatur entnommen, was die Dinger alle so können, 400 Kilometer pro Stunde und so weiter. FPS steht manchmal da, Foot per Second, das kann man fast annehmen, wenn die Zahl 360 dasteht, entspricht das fast Foot per Second, also Füße pro Sekunde als Geschwindigkeit, wird auch gerne angegeben. Also man muss da nicht besonders umrechnen, man kann das dann abschätzen, wie schnell so ein Pfeil ist. Aber da wir ja mit SI-Einheiten rechnen, rechnen wir das mal schön um in 100 Meter pro Sekunde, und mit solchen Werten bin ich dann beigegangen. So. Dann habe ich mir aus der Formelsammlung natürlich die entsprechenden Formeln rausgesucht. Achtung, wir wissen ja alle, eine potenzielle Energie entsteht dadurch, dass ich zum Beispiel was hochtrage, ne? Also dann habe ich aber gleichmäßige Kraft die ganze Zeit. Und jetzt wissen wir aus der Erfahrung, wenn man eine Feder oder einen Bogen spannt, dass die Kraft hier, wenn ich noch gerade so den ungespannten Zustand, also vorgespannt ist er, den unausgezogenen Zustand habe, dann habe ich mit wenig Kraft zu rechnen, und je mehr ich ziehe, umso schlimmer wird es. Also müssen wir da mit der sogenannten Federkonstante, Hooke'sches Gesetz, guckt nochmal nach, ich muss dann gucken, ob ich den Link anbringe, rechnen. Und zwar, da gibt es diese Federkonstante oder Dehnungskonstante, sagt man manchmal auch, die ist Kraft durch Weg. Und das ist proportional, also je mehr Weg ich ausziehe den Pfeil, umso mehr Kraft muss ich aufwenden.
Die Spannenergie wird aber in diesem Fall nicht hier von wegen F mal S oder M mal G mal H oder sowas wie die potenzielle Energie ausgerechnet, denn die Kraft nimmt ja stets zu. Hier haben wir es immer mit einer gleichmäßigen Kraft zu tun. Also muss ich diese Formel anwenden, ein halb D, ne, diese Federkonstante, mal S Quadrat. Und für die kinetische Energie die altbekannte Formel, ein halb M mal V Quadrat, M in diesem Fall Masse des Pfeils. Jo. Diese Dinge, die brauche ich alle und dann muss ich mal gucken, was ich daraus machen kann. Und dann habe ich mir erstmal gesagt, okay, jetzt auf der linken Seite geht es erstmal los. Die Federkonstante ist leicht zu errechnen. Ich nehme diese 778 Newton, die ich hier oben dann umgerechnet habe von den 175 Pfund, durch 0,3 Meter. 30 Zentimeter, 0,3 Meter. Und dann komme ich, kann ich dann einfach in den Taschenrechner eingeben, auf 2593,3 Periode 3 Newton pro Meter. Gut, bis dahin. Jetzt gibt es ja, man sagt ja, das, was ich in Energie reinstecke, muss auch wieder rauskommen. Das, was ich also in Spannenergie reinstecke, muss in kinetische Energie, immer bei Wirkungsgrad gleich 1, ne, angenommen, muss es wieder rauskommen. Also kann ich die beiden Energien gleichsetzen, Energievergleich ganz einfach. Und wenn ich dann statt E Spann ein halb D mal S Quadrat, ne, hier oben diese Formel hier einsetze und statt E Kin diese Formel einsetze, habe ich auf beiden Seiten ein halb und kann einfach mal 2 nehmen. Achtung, da ist eine Klippe drin. Das ist ein bisschen, naja, ein bisschen gefährlich. Ich kann das nur einfach machen, wenn ich Energien vergleichen will oder dann Formeln umstellen will. Komme ich gleich drauf. Wenn ich das also tue, dann passiert Folgendes. Dann habe ich mal 2 genommen, dann fällt das ein halb weg. Also d mal s Quadrat, m mal v Quadrat. Und ich kann dann einsetzen und hier, da ich 0,3 mal 0,3 sind 0,09 und Meter mal Meter sind Quadratmeter. Dann habe ich hier oben Quadratmeter stehen, unten noch von der Federkonstante Newton pro Meter dieses Meter. Kann ich die Meter rauskürzen? Hier bleibt eine 1, also im Prinzip nichts. Ich kann mir auch diesen Bruchstrich dadurch sparen und hier oben bleibt ein Meter übrig. Naja, das Newton habe ich noch und dann komme ich eben auf diese 233 Newtonmeter. Wenn ich das hier mache mit diesen 100 Meter pro Sekunde und hier die Pfeilmasse einsetze und 100 mal 110.000 also annehme, dann kann ich wieder etwas machen. Und zwar aus Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde wird Newton. Deswegen habe ich das grün gemacht. Und das olle Meter hier, wenn ich nämlich Meter mal Meter, Quadratmeter als Meter mal Meter darstelle, ne, dann bleibt hier dieses eine Meter übrig. Das ist dieses schwarze Meter. Also ja, gut, ne, kommt man auf die gleiche Energie. Aber Achtung, das ist sie nicht. Ich habe ja die Energien mal 2 genommen. Das heißt, ich muss, wenn, dann sagen, wenn ich die einzeln ausrechnen will, also eine Seite, dann muss ich das ein halb, kann ich das nicht einfach so wegschwindeln wie beim Vergleich. Hier habe ich es nur gemacht, um zu kontrollieren, ob es geht. Sondern ich muss wirklich die Sache noch durch 2 nehmen. Also komme ich auf 160. 116,5 Newtonmeter und hier 125 Newtonmeter. Das ist ähnlich. Ja, nun wird aber gerne bei der Schießerei sowas in Joule angegeben, aber da Newtonmeter gleich Joule ist, kann ich das sofort mit der gleichen Zahl umschreiben, hier auch. Das ist bis dahin. Jetzt habe ich hier nochmal einen Fall gemacht. Und zwar, diesen Energievergleich, den nimmt man gerne dafür, wenn man zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, V ausrechnen will. Dann setzt man die beiden Energien gleich, dann nimmt man ruhig mal 2, damit man sich das Leben nicht schwer macht. Man könnte es auch stehen lassen, aber das würde sich dann sowieso erledigen irgendwann. Also sieht die Formel dann so aus, dann teile ich durch m, ne, was stört? Stört ist hier noch m, das v lasse ich hier auf der rechten Seite. Und dann sieht die Formel so aus und da v Quadrat steht, ich aber das echte v haben möchte, muss ich beide Seiten noch radizieren, also die Wurzel ziehen. So. Dann habe ich hier über diesem Ausdruck eine Wurzel und das Gegenteil der Wurzel, ne, ist das Quadrat. In diesem Fall bleibt dann das kleine v übrig. Wenn ich das einsetze, jetzt wieder Achtung, die Federkonstante ist ja Newton pro Meter. Deswegen habe ich die in blau und hellblau oder türkis gemacht und hier die entsprechenden Werte eingesetzt habe, dann wird es wieder spannend, denn ich muss ja auf Meter pro Sekunde kommen. Was passiert also hier? Ich habe die Newton in Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde wieder umgeschrieben. Mehr ist es nicht. Die ollen Quadratmeter in Schwarz, die bleiben. Es lohnt sich bei solchen Rechnungen und vor allem bei größeren Rechnungen immer die Zahlen alle nach vorne zu schieben und alle Einheiten nach hinten. Dann kann man nämlich hier ganz wunderbar und leicht kürzen. Kürzen wir das mal.
Hier dieses Kilogramm und dieses Kilogramm durch Kilogramm geteilt, bleibt eine 1. Habe ich durch Kilogramm gekürzt, ne? Bleibt also eine 1, kann ich mir schenken. Jetzt habe ich noch dieses Meter und dieses Meter. Wenn ich das durch Meter kürze, bleibt eine 1. Dann habe ich Quadratmeter und Quadratsekunde. Quadrat aus Quadratmeter, die Wurzel aus Quadratmeter ist wieder Meter und aus Quadratsekunde Sekunde. Und das, was ich hier in Taschenrechner eintippe, darf ich nicht vergessen, zu radizieren, also die Wurzel zu ziehen, und dann komme ich auf 373,4 Meter pro Sekunde. Uiuiui. Woran liegen diese Fehler? Vor allem daran, dass ja, man müsste wirklich alle Werte ganz genau ermitteln. Ich habe hier kreuz und quer verschiedene Bögen, verschiedene Pfeile, verschiedene Geschwindigkeiten, die angenommen wurden, miteinander gemischt, und dadurch kommt so ein Quatsch raus, ne? Also das 373, das wäre das fast, ja, das 3,7-fache von den 100 Meter pro Sekunde. Also müsste der Pfeil eigentlich viel schneller gewesen sein, ist aber nicht der Fall. Hier in diesem Fall wollte ich nur mal zeigen, wie macht man das, wenn man diesen ganzen Kram so umstellen will, zum Beispiel nach V. Da brauche ich den Energievergleich. Und wenn ich das dann mal hier ausprobiere und ich echte Werte genommen hätte, also hier auch echte Fehlerkonstanten und so weiter und so fort, wäre ich wahrscheinlich auch auf angenehme Ergebnisse gekommen. Ja, vielleicht ist ein Rechenfehler dabei, weist mich gerne in den Kommentaren darauf hin. Und ja, ich denke mal, das müssen wir jetzt bis dahin ausreichen lassen. Das waren viele, viele Fachgebiete praktisch auf einmal. War ein schöner Mix. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen an Einsinn gegeben. Und machen wir uns nichts vor, liebe Leute, wir hatten ja gesagt, so 43 Joule, hier habe ich auch schon das, naja, bald Dreifache an Energie, das ist dann schon mehr als gefährlich. Deswegen sind Armbrüste auch wirklich gefährlich und dürfen wirklich nicht in Kinderhände gelangen. Es sei denn, man bastelt sich so eine kleine, und selbst da ist es gefährlich. Also macht keinen Mist, die ihr noch jung seid und das seht, sondern seid euch dessen bewusst, dass das hier alles wirklich eine ganz üble Sache werden kann, wenn man es falsch anfasst. Gut, na dann, ich wünsche euch was Schönes, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, tschüss.